zu später Stunde fahren Johann Peter Hebel und sein Neffe auf dem Ochsenkarren zwischen Stein und Brombach. Im teilweise überschwemmten Wiesental hört man die Grillen zirpen und das Quaken der Frösche. Schemenhaft ist auf dem Berg das Röttler Schloss zu erkennen. Groß und majestätisch, aber auch zerfallen durch die Zeit, steht es über ihm. Die beiden Männer unterhalten sich über die Vergänglichkeit des Lebens und aller Dinge und beschreiben, wie es hier wohl in ferner Zukunft aussehen könnte. Heute. In der Zukunft, lange nach der Zeit des Johann Peter Hebel, fährt Hans-Jürgen Vogt, genannt Hansi, mit seinem Fahrrad durch dieselbe Gegend. Mit Pinsel, Farbe und Spraydosen gerüstet, begibt sich Hansi auf den Weg, bereit, das Porträt des badischen Dichters zigfach auf einem Pfeiler im Grund zu verewigen. Denn in diesem Jahr hätte Johann Peter Hebel seinen 250. Geburtstag gehabt und ist nicht nur im Badener Land in aller Munde. Der schmale, sandige Weg, auf dem Hansi fährt, führt an See, Bach und Feldern entlang. Er kommt an hochgewachsenen Pappeln vorbei, die den Weg manchmal wie eine Allee säumen und Schatten- und Ruheplätze für die vorbeikommenden Wanderer bieten. Bestimmt und im zügigen Tempo fährt Hansi dem Ort entgegen, der dem bekannten badischen Dichter gewidmet werden soll. Von dort aus erhält man einen guten Blick auf Röttlerweiler und das Schloss. Der Künstler erinnert sich, dass in dem Gedicht von Johann Peter Hebel es als schaurig und gruselig beschrieben wird, doch heute, an diesem warmen, sonnigen Tag, scheint es ihm, als throne das Schloss wie ein Wegweiser und eine Gedenkstätte über seinem Kopf und ist wie die vielen Hebelgedichte ein Ausdruck von Beständigkeit. Die letzten Meter mit dem Fahrrad sind fast geschafft und schon bald ist er von der gedanklichen Reise aus der Vergangenheit zurückgekehrt und an seinem Ziel angelangt. Der hinterste Pfeiler wird es sein, der dem Schloss am nächsten steht. Es ist zwar schon später Nachmittag, doch die Sonne strahlt mit aller Kraft die Betonwand an. In mehreren Etappen wird es ein Kunstwerk, gestaltet in den badischen Farben Gelb und Rot. Und schon schließt sich der Kreis, denn das Graffiti steht auch für Vergänglichkeit. Einige Monate nach dem Entstehen wird Johann Peter Hebels Porträt durch andere Motive und Farben vergraben sein. Endgültig. Komm ich nach einer Weile immer wieder in die Realität zurück? Weißt du noch, wie's früher war? Fragst du mich? Und weißt du, was wohl morgen sein wird? Konter ich auf der Suche nach Vergangenheit.